Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen. Wir bauen gleich was richtig Cooles. Wir haben einen Kunden, der einen Porsche GT3 RS hat, Baujahr 2020. Und wir mussten, oder der hat sich gewünscht, dass wir etwas für ihn bauen, was es nicht mehr von Porsche gibt. Ja, der hat den Vorgänger gehabt, als GT3 RS, und er hatte vorne in der Stoßstange solche Flaps oder Couplings genannt. Ja, und für das neue Modell gibt es sie nicht. Deswegen haben wir das Auto gescannt, in 3D gezeichnet und ihm fertig gemacht. Der Kunde will in diese Stoßstange nicht reinbohren, deswegen kleben wir die nur. Wir haben die Nieten dran gemacht, weil wir haben normalerweise Löcher und verschrauben das. Ja, ist meiner Meinung nach etwas sicherer. Und man kann das sehr schnell wechseln, wenn man irgendwie an einem Rennen sich die Teile abfährt oder kaputt fährt. Ja, kann man besser, schneller wechseln. Ja, in diesem Fall kleben wir die nur mit einem Spezialkleber, weil der Kunde das nicht wollte, dass wir da Löcher reinbohren. Ja. Wir werden das kleben und machen mit dem Auto schöne Tests. So, let's go. Klebeband, Zollstock brauche ich und Action. Guck mal, Prolo. Ja, der chillt ja die ganze Zeit nur. Ja. Das ist hier gute Arbeitseinstellung. Ja, weißt du, so. Nein. So, das ist das Baby. So. Kann man machen? Was? Kann man machen? Kann man machen, muss man nicht. Weil die Bühne hier besetzt ist, deswegen muss ich mich schon hinsetzen. Wir haben so bestimmte Zeichnungen, ja, für das Auto. Und ungefähr so kommen die. Zack. So, jetzt muss ich mir ein paar Markierungspunkte machen, damit ich, wenn ich gleich den Kleber hier drauf mache, ja, damit ich nicht hier am Auto rangiere, sondern wirklich klack und passt. Ne? Deswegen müssen wir es ausmessen. Ich habe die Maße jetzt auf dem Computer, ne? Mir vorgenommen. Hier waren 4. Ne? Muss so ein kleines Ding. Ja, das natürlich macht Sinn. Kriege ich nicht ab. So, achte Punkte. Hier waren 7. Unten waren, was ist auf dem Kopf? 25, glaube ich, ne? Könnte hinhauen, ja. Ja, könnte. Muss. Ich habe die mir nicht auf dem Computer aufgeschrieben. Ja, so einen Punkt hätten wir. Ja, das ist die Spitze, die wir nachher machen. Die andere Seite. Und so weiter und so weiter. Bin ich hier? Wir haben so ein paar Punkte gemacht, und zwar die Spitze. Hier ist diese Fläche. Die Spitze. Und den dritten Punkt haben wir von der Seite als Kontrollpunkt gemacht. Und quasi so wird das aussehen. Guck mal, wie das schön passt. Guck mal ein bisschen her. Machen wir in 8K. War schön. Das ist natürlich eine Geschichte, die man wirklich im 3D-Bereich oder im digitalen Bereich sehr gut machen kann. Ja? Und das passt sehr, sehr, sehr gut. Ne? Deswegen, also ich mache den Kontrollcheck nochmal, ja, damit ich nicht, wenn ich hier Kleber habe, wenn ich das verschiebe, dann verschmiere ich die ganze Stoßstange hier. Jetzt mache ich den Kleber drauf. Ah, ganz schön dick das Auto, ne? Mal am Tisch gehen besser. Ich gehe am Tisch. Am Tisch ist ein bisschen besser. Ja. Ich hab keinen Finger. ja. Ach, ich habe 2 linke.
NASA. Wir rufen von der NASA an und wollen hier bei uns was kaufen. Mhm. Haben die ihre zwei linke Hände gesehen? Die haben gesagt, das ist außerirdisch, dann müssen wir mal untersuchen. Wo? So. Polnischer Zitterhand. So, der Dominik hilft mir jetzt ein bisschen. Ich mache ihm gleich so. Oh. Diese Sicker bekommt man ganz gut ab. Theoretisch. Praktisch nicht. Sicker ist wirklich sehr gutes Zeug, aber schwer abzumachen. Ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig hier. So, jetzt verschmiere ich das ein bisschen in der Hand. So, ich würde mal sagen, das ist gut. So sieht's aus, nicht anders. Jetzt bitte Konzentration. Ich habe das jetzt wirklich 30 Mal mir da drauf angepasst und gucken, welcher Winkel wirklich passt, damit ich direkt beim ersten Mal, also ich muss die Handschuhe ausziehen, Assistent, tja, damit ich das wirklich, oh, guck mal, wie schön das vorbereitet hat, ganz toll. Natürlich, wenn man das verschraubt, kann man das dran lehnen, der andere bohrt, ist natürlich perfekt, dann braucht man den ganzen Theater hier nicht, aber Kunde ist König. Problem ist, dass die Stoßstange sich verbiegt. Ja? Ich kann nicht so wirklich hundertprozentig dran drücken, weil die mir wegläuft. Aber sieht gut aus, guck mal. Ja, das machen wir noch schön sauber. Hier ein bisschen. Und das sieht gut aus. Heute habe ich ganz viele Assistenten hier. Jetzt sehe ich das, dass er gleich nicht kippt. Das muss mindestens 6 Stunden trocknen. Also der Kleber ist eigentlich so stark und so eine Masse, dass das eigentlich auch ohne den Klebeband halten kann. Nur sicher, dass er nicht verrutscht oder sonstiges. Ne? So, lassen wir es trocknen und dann, wenn der Kunde später vorbeikommt, frage ich ihm, ob wir den Porsche GT3, den wir auch foliert haben, fahren können. Der ist noch nicht so ganz fertig. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die der Kunde noch verändern wollte. Und ja, ich bin sowieso der Cupwing-Spoiler-Experte. Ich mag so ein Ding. Schon cool, so ein Porsche, ne? Hast du mal innen genau geguckt? Nein, nicht, nein. Nein? Die Jungs haben so ein Telefon hier gelassen. Das hat nichts mit Porsche zu tun. Und so verschwinden bei uns Sachen im Lager. Oh! Junge! Oh, fuck! Puh! Das wird aber eng. An der Stelle. Oh! Das ist nichts für mich. Darf ich atmen? Guck mal, da hat jemand Türgriffe. Das ist ja krass, oder? Heftig, das ist alles, damit das leichter wird, oder? Ich glaube. Warte mal zu. Ach, guck mal, hörst du? Wie geil ist das denn? Ja, ich glaube, der ist zwar nicht so schnell wie der GTR, aber ich glaube, vom Performance lässt sich das Auto sehen. Da hat es 2000 Kilometer gelaufen, oder schon. Ja. Für Porsche GT3 RS ist das viel. Ich kann mich nicht anschnallen hier. Ach, das ist eine normale Gurte? Nee. Wie geht das? Ich glaube, der hat zwei Gurte. Einmal so und einmal... Ey, doppelt gemoppelt. Wie das geht, weiß ich nicht. Da frage ich gleich... Oh, das ist aber eng. Sehr eng. So, ich frage den Kunden, wenn er nachher kommt, wie ich mich hier anschneiden soll und wie ich eine Runde fahren werde.
Ja. So ist das schön, alles gut verarbeitet hier. Alcantara-Dach und so weiter. Ja, und die Sitze, das ist nichts für mich. Ich fühle mich so ein bisschen, ich habe einen dicken Arsch oder das Auto ist zu schmal. Ich glaube, das Auto ist zu schmal. Schön. Der Kunde, das ist der Günther, hat zu mir gesagt, Melzek, du musst mal mit mir, mit dem Wagen auf die Rennstrecke gehen. Ja, bei 280 in der Kurve und so weiter, sagte. Ja, und vor der Kurve schmeißt er so einen Anker hinten rein. Junge, da war es eine Vollbremsung. Vielleicht fahre ich mit dem Porsche auf die Rennstrecke. Wollt ihr das sehen? Schreibt mal vielleicht Kommentar oder nicht, oder Like oder was auch immer. Ja. Ich glaube, mich selber würde das interessieren, wie das Auto auf einer Rennstrecke abgeht. Im Straßenverkehr ist immer was anderes, ja, als auf der Rennstrecke. Auf der Rennstrecke hast du keinen Gegenverkehr. Auf der Rennstrecke hast du nicht hier Fahrer, die nicht fahren können. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich der beste Fahrer bin oder super fahren kann. Aber es gibt natürlich auch Fahrer, die sehr, sehr, sehr vorsichtig fahren. Ja. Und wenn ich da angeschossen komme mit 200 auf der Landstraße und der vor mir fährt 80, wäre ich doch eher eine Chance zu bremsen. Deswegen mache ich im Straßenverkehr keinen Blödsinn. Ja? So kleine Beschleunigungen auf der Autobahn wie mit dem GTR oder so. Okay, aber ich bin gegen Rennen im Straßenverkehr. Absolut bin ich dagegen. Ja? Deswegen wollte ich auch noch nebenbei sagen. Ja, okay. Oh. Oh. Wie steigt man hier aus dem Auto? Muss ich so zuerst oder mit Arsch zuerst? Bein zuerst. Ja, aber das blockiert mich doch hier. Scheiße. Da ist mein Audi A8 besser. Zumindest vom Einsteigen her. Also da muss man auch wahrscheinlich eine kleine Schulung bekommen, wie man in dieses Schalensitz da einsteigt. Ne? So nicht anders. Guck mal, fette Theke. Das ist so meins. Das ist so Belzec-Style. Der Porsche weiß, wie es geht, deswegen macht er so riesige Theken, guck mal. Das hat ein Rolls-Royce. Boah. Ich glaube, so ein Rolls-Royce wäre bestimmt gut, ne? Boah, mit so einem Spoiler? Fett, oder? Ja, ich weiß ist nicht. Ist ein Coupé. Wir machen da Breitbau so. Guck mal hier, dicke Lufteinlässe. Das ist so Belzec-Style. Hier Lufteinlässe, da Lufteinlässe. Guck mal, das ist schon, ich weiß nicht, ist das Serienfahrwerk? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Serien. Guck mal, wie tief der ist. Und die Reifen verraten viel. Ja, und so. Guck mal hier. Klebestreifen. Ja, guck mal hier. Sieht man jetzt nicht so gut. Nein, sieht man nicht so gut. Im Prinzip sind die Reifen so schon ein bisschen einmal heiß gefahren worden. Ne? Magnesiumfelgen. Ich glaube, die kosten 50.000. Die Felgen. 50.000 ohne Auto. Ja. Mhm. Carbon-Dach, guck mal hier, schön. Ich frage mich, ob man das wirklich auch beim Regen im Innenraum hört, ja, weil ich bin mit dem M3 gefahren und der hatte auch Carbon-Dach, das war eine Limousine. Ich habe gedacht, das war so laut in dem Auto drin, ja, also der Regen war so laut, ich habe sowas noch nie gehört, ja, also das war wirklich extrem laut. Ich weiß nicht, ob das serienmäßig ist, vielleicht könnt ihr auch hier reinschreiben als Kommentar, die Leute, die auch Erfahrung mit dem M3 haben, ja, mit Carbon-Dach, aber das ist sehr, sehr laut, ne? Das ist typisch für einen Limousinenfahrer, der solche Aussagen hier macht, ja, ich finde es schön, gar keine Frage, für mich ist das so eine kleine Ballerkiste, ja, die ich am Wochenende raushole, so halbe Stunde auf der Rennstrecke oder eine Stunde auf der Rennstrecke und dann ab nach Hause. Ja, so, aber für jeden Tag ist das, glaube ich, nicht so für mich. Ja, jeder muss anders wissen, aber ich glaube, der Günther, also der Kunde, der fährt dem auch nicht jeden Tag, sondern nur, wenn er seine 5 Minuten braucht. Ne? Jeder Mann braucht seine 5 Minuten zur Abwechslung, was er beruflich macht. Okay, also wir warten auf den Kunden, wir warten, bis die Couplings trocken sind und dann fahren wir das Baby.